Ich freue mich sehr, dass ich hier auf diesem Weg mein neues Buch Ormart Vorlagen zur Intuition vorstellen kann. Lasst uns den Raum der Intuition eröffnen, erweitern, lasst uns selber intuitive Fähigkeiten entwickeln. Ich arbeite ja schon lange in meiner Malerei mit magischen Zeichen. Diese Zeichen sind einfach mal so zu mir gekommen als mein Ausdruck. Und der Hintergrund ist ja, dass diese Zeichen für sich keine wirkliche in sich tragende Botschaft haben, so wie wir es in unserem Alltag gewohnt sind. Wenn wir Zeichen begegnen, werden wir sofort erinnert an eine Oberfläche, an eine Bedienoberfläche, an eine Funktion, an eine, hier ist eine Ampel, da ist ein Ding, ting, tang, tung, tang, tung. Das ist unser sozusagen alltagsfunktionierende Wahrnehmung. Ich rede auch hier von Automatismen, die wir ja tatsächlich brauchen, aber die nicht unbedingt gut sind, wenn es um unseren eigenen Ausdruck, unsere Kreativität und unsere Präsenz in der Gegenwart geht. So sind diese Zeichen, diese magischen Zeichen zu sehen als Zeichen, die mich eigentlich eben nicht in irgendwelche alten Inhalte bringen oder irgendwelche Vorgaben, sondern genau das Gegenteil machen. Sie sagen, hallo, keine Ahnung. Das Buch hat jetzt einen Umfang von 52 Seiten und enthält darin 21 doppelseitige Vorlagen zur Intuition, wie ich es nenne. Diese Vorlagen sind, wie man jetzt hier schon sehen kann, immer gleich aufgebaut, sodass ich sie wirklich als Doppelseite auch betrachten kann. Auf der linken Seite ist Malerei und der Malerei habe ich mit magischen Zeichen geschriebene Seiten hinzugefügt. Die Anordnung, links die Malerei, rechts die Beschreibung, bedient gleichzeitig unsere beiden Gehirnhälften und regt unsere Intuition an. Auf der linken Seite findet ihr Malerei von mir aus den letzten 10 Jahren in unterschiedlichsten Techniken. Ormart, Vorlagen zur Intuition, steht als Künstlerbuch für sich, lädt aber auch zusätzlich dazu ein, über das reine Betrachten hinauszugehen und selbst damit kreativ weiterzuarbeiten. Dies ist mit einer konkreten Fragestellung oder völlig offen möglich. Dazu empfehle ich folgende Herangehensweise: Seite nach Wahl aufschlagen, ausreichende Zeit auf sich wirken und sich dabei inspirieren lassen, um dann dies in einem eigenen spielerischen Ausdruck umzusetzen. Ganz gleich in welcher Form. Als Geschichte, Musik, Klang, Gesang, Klangraum, tanzend, als Theateraufführung, als Skulptur oder Malerei. Und so ist es im pädagogischen oder therapeutischen Kontext auch sehr gut einsetzbar. Wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht, einzeln wie auch in Gruppen. Es ist hilfreich, wenn man nicht zu viel denkt. Das ist ja genau der Zugang zur Intuition, funktioniert über den Weg, dass ich mein Denken, besonders mein Alltagsdenken, reduziere, verlangsame, bis so, dass es im Grunde gar nicht mehr stattfindet. Dann habe ich den größten Raum meiner eigenen Intuition, mir selbst, meinem tiefen Wissen und meinen Weisheiten zu begegnen.